Habt ihr gewusst, dass wir damals ein graues Medkit hatten? Oder dass unsere Minischilde einfach rot waren? Und warum die Boogie Bomb damals das stärkste Item jemals, glaube ich, bis heute in Fortnite war? Und ich zeige euch Gameplay von der seltensten Waffe, die jemals ins Spiel gekommen ist. Das ist die einzige Person auf der ganzen Welt. Bleibt bis zum Ende dran. Es ist sehr, sehr spannend, Leute. Benutzt gerne den Creator Code 7 und schaffen wir heute 4000 Likes. Denn dann wird euch morgen etwas Wunderschönes passieren. Und ich würde sagen, wir gehen right into the video. Jeder von uns kennt ja die Schilde in Fortnite. Die Minischilde und die Big-Schilde. Doch damals hat man die Big-Schilde eigentlich ganz anders in Planung gehabt. Denn das war ein ganz anderes Modell, das wir heute kennen. Heute kennen wir das Big-Schild, indem wir ungefähr 5 Sekunden brauchen, um uns das zu uns zu nehmen. Dann kriegen wir 50 Leben und das war's. Insgesamt können wir von diesen Big-Schildies 3 Stück gleichzeitig im Inventar haben. Aber damals, ganz am Anfang, sah das Ganze anders aus, Leute. Gebt euch mal, das waren die Stats vom ersten Big Shield in Fortnite. Wir konnten tatsächlich nicht 50 Leben restaurieren, sondern nur 40 Leben. Wie komisch ist das denn? Ich checke das nicht. Also ich weiß nicht, was ich da Epic Games gedacht habe. Und man konnte maximal das Ganze 2-mal in seinem Inventar stecken. Nicht wie heute 3, sondern damals nur 2-mal. Und jetzt kommt noch die Härte. Damals hat das Ganze 7 Sekunden gebraucht, bis wir es einnehmen konnten. Das war geisteskrank. Zum Glück haben die das dann geändert und ich bin froh, dass die Schilde so sind, wie sie jetzt sind. Wir bleiben noch mal kurz bei den Schilden. Und zwar gab es damals noch ein anderes Schild, das genau aussah wie der Big Schild. Nur der Big Schild, den ich euch vorher gezeigt habe, war grau. Und der Big Schild, den ich euch jetzt zeige, wäre grün gewesen. Und dieser grüne Big Schild ist einfach nur ein Mini heute. Man hat damals nur ganze 2 Sekunden gebraucht, um dieses Schild einzunehmen. Und man hat wie heute 25 HP pro Schild bekommen. Das Krasse daran ist, es sah einfach 1:1 gleich aus wie der Big Schild. Das Einzige, was sich daran geändert hat, war nur die Seltenheitsstufe. Und das war's. Stellt euch mal vor, das wäre heute noch so. Eine Sache vermisse ich in Fortnite und zwar die Slurp Drinks. Ich habe die damals gefeiert, weil wir einfach Leben und blaues Schild gleichzeitig bekommen haben. Damals sah das Ganze ein bisschen anders aus und zwar lila. Aber finde ich eigentlich ganz cool in der Farbe lila. Denn unser Slurp hat uns damals insgesamt 26 Schild dazu gegeben, was irgendwie auch gar keinen Sinn gemacht hat. Fortnite hat das Ganze auch wieder ganz schnell erkannt und hat das Ganze dann endlich ganz normal auf 25 geändert. Der Big Big Schild, die Leute, wer kennt ihn noch? Der Big Big Schild, die 100 Schild und 100 Leben haben wir damals bekommen. Es gab nur ein kleines Manko bei diesem Ding. Und zwar hat das Ganze 15 Sekunden gedauert, bis wir unser volles Leben herstellen können. 15 Sekunden. Aber jetzt passt auf. So sah das Item tatsächlich damals aus. Auch legendär. Aber der Schild war jetzt nicht blau, sondern orange-rot, würde ich jetzt behaupten. Fortnite hat das Ganze dann geändert, weil sie gemerkt haben, sie haben viel zu viele Schilde als Modell in Fortnite und haben das Ganze dann komplett umgearbeitet. Und ja, ihr wisst ja, wie es heutzutage aussieht. Wir kommen zur Tech-Schrotflinte, unsere Lieblings-Shotgun. Naja, unsere Zweitlieblings-Shotgun. Die erste war damals unsere Lieblings-Shotgun, glaube ich. Aber ist trotzdem ein Klassiker. Ganz am Anfang hatte die Tech-Shotgun tatsächlich ein kleines Visier auf der Waffe drauf. Wir konnten zwar reinscopen, aber haben das Ganze nicht wie aus einem richtigen Visier gesehen. Also unsere Sicht war ganz normal. Nicht wie bei einem Zielfernrohrgerät oder so. Tatsächlich hat aber Fortnite gemerkt, ey, wir packen da einen Rotpunkt drauf oder ein Zielvisier und nutzen das gar nicht so richtig. Kurzerhand später hat Fortnite die Waffe dann ein bisschen geändert und hat dann das Zielfernrohr, was auf der Tech-9 drauf war, wieder weggemacht. Und das Ganze sieht jetzt heutzutage so aus, Leute. Wobei ich dazu erwähnen muss, dass das Zielfernrohr nur bei der epischen Variante und bei der legendären Variante drauf war. Das Salvensturmgewehr. Ganz am Anfang kann ich mich noch ganz genau an diese Waffe erinnern und wie schlecht diese Waffe damals war. Also Leute, wirklich richtig schlecht war diese Waffe. Ich habe diese Waffe wirklich gehasst, wenn ich sie gefunden habe. Ich hätte lieber mit einer Spitzhacke geschossen. Ja, wo Fortnite dann gemerkt hat, dass diese Waffe gefühlt fast niemand gespielt hat, wurde diese Waffe dann aus dem Spiel genommen. Man muss auch sagen, die Waffe ähnelt meiner Meinung nach ganz klar einer AK. Und diese Waffe ist ja eine Dreischusswaffe. Diese Waffe wurde dann sozusagen gegen die Dreischusswaffe Farmers ersetzt. An sich genau die gleiche Waffe, aber die Farmers war um einiges besser. Wir kommen jetzt mal zum Medikit. Und hier wird es sehr, sehr spannend. Heutzutage gibt es ja das ganz normale Medikit in einer grünen Variante in Fortnite. Aber tatsächlich gab es das Medkit damals in einer grauen Variante. Finde ich tatsächlich eigentlich besser, bin ich ehrlich. Das passt irgendwie mehr, weil es ist ja egal, ob du ein grünes Medikit, ein blaues oder ein episches Medikit hast. Warum auch immer die das dann geändert haben. Ich fand es tatsächlich damals besser in dem Grauen. Was ganz krass ist jetzt, wir haben ja gerade die Boogie Bomb und das Rift gleich
gleichzeitig im Spiel. Aber die Boogie Bomb war damals auch ein bisschen anders, als wir sie heute in Erinnerung haben. Ganz in den Anfangszeiten von Fortnite haben sehr viele Pros mit der Boogie Bomb, ja, sag ich mal, ganz komische Dinge angestellt. Erstmals war die Boogie Bomb damals als grüne Variante verfügbar, also der Hintergrund war grün. Ich sag mal so, wenn ihr jemanden mit der Boogie Bomb erwischt habt damals, Leute, ihr konntet euch wirklich Cornflakes machen, zurückkommen, eure Cornflakes essen und der Typ hat noch immer getanzt. Wirklich, man hat viel zu lange getanzt am Anfang. Das war geisteskrank. Dieses Item war zu stark in Fortnite, wirklich. Die haben es dann mal gecheckt und dachten sich, Digga, das können wir nicht machen. Die Leute tanzen viel, viel zu lang. Wir müssen das wieder schlechter machen. Das ist unglaublich, Junge. Stellt euch mal vor, heute wird die Boogie Bomb wieder so lange dauern. Und jetzt kommt's. Heute tanzen ja beide in einem Radius, wenn die Boogie Bomb jemanden erwischt. Das heißt, ihr trifft jetzt einen Gegner und hier ist der Gegner, hier seid ihr. Ihr wirft die Boogie Bomb und ihr seid nah am Gegner. Bam, 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 dann tanzen beide. Damals war es aber auch nicht so. Egal wie nah ihr wart, nur der Gegner hat getanzt. Ich hatte vorhin vom Salvensturmgewehr gesprochen und dass diese Waffe dann durch eine andere Dreischusswaffe ersetzt worden ist, durch die Farmers. Als erstes kam nämlich ein Modell ins Spiel rein, das die neue Farmers zeigt. Aber wenn wir mal ganz genau hinhorchen und uns ganz genau mal anschauen, wie viel Damage, wie schnell die Waffe schießt, sehen wir, dass wir diese Waffe so nie ins Spiel reinbekommen haben. Ja, wir haben die Farmers ins Spiel bekommen, aber nicht die Farmers, die ich euch jetzt mal kurz richtig anhören lasse. Ich glaube, ihr habt es gehört und gesehen. Die Waffe hat viel, viel schneller geschossen. Sie hat mehr Damage gemacht. Und war extremst aggressiv. So wurde die Waffe leider nie ins Spiel hinzugefügt, was ja auch, denke ich mal, viel zu stark gewesen wäre. Das ist ja schon eine halbe MP, Leute. Ich gehe davon aus, dass dieses alte Modell, was es nicht ins Spiel damals geschafft hat, jetzt heutzutage wahrscheinlich die AUG ist. Das würde für mich relativ viel Sinn machen, weil die AUG ungefähr gleich schießt wie die Waffe, die ich euch gezeigt habe, die es ja als früheres Modell drin hatten. Natürlich etwas abgeschwächt, aber ich denke, das war so die alte AUG damals. Kommen wir jetzt mal zu was ganz Besonderem. Das ist eine ganz komische Waffe und zwar der Zapatron. Ich glaube, viele von euch kennen Zapatron. Das ist wirklich von der OG-Fortnite-Szene die Waffe schlechthin, Leute. Zapatron war einfach geisteskrank damals. Aus unerklärlichen Gründen wurde dann die Zapatron kurzerhand später wieder aus dem Spiel entfernt und halt seit da an nie wieder die Fortnite-Welt erblickt, Leute. Das Zapatron ist eine richtig krasse Waffe, aber man sieht auch im Hintergrund, wenn ihr die Leute getroffen habt, 150 Damage gemacht, 2 Schüsse, ciao Miau. Die Lenkrakete. Wir haben ja heute eine Version auf Wish bestellt in Fortnite drin. Ihr kennt ja die neue RPG, mit der man leider nur Autos anvisieren kann. Man kann zwar auch auf Menschen schießen oder auf Gegner, aber das bringt eigentlich nicht so viel, sage ich jetzt mal. Weil die Waffe braucht richtig lang, bis sie beim Gegner ist. Auf jeden Fall ist es die Wish-Version, die wir heute haben, von der Lenkrakete damals, Leute. Und glaubt mir, die Lenkrakete, die war anders stark. Ihr konntet diese Rakete selbst steuern. Wenn ihr im Late-Game wart, wenn der Gegner sich nicht irgendwo hinter einer Stahlwand versteckt hat, habt ihr mit dieser Waffe gewonnen? Wirklich, Leute. Ja, die kriegen von mir auch sowas ab. Du feuerst sie ab. Oh mein Gott, schick den auch eine Rakete rüber. Hahaha, voll auf die drauf, Mann. Was ist los, Junge? Wow! Voll in sein Gesicht, Junge! Was ist... Wow! Ihr konntet auch das Ganze sogar abbrechen, damit ihr schnell wieder zu eurem Charakter wechseln konntet. Das war geisteskrank, das Ding. Ihr konntet alles so steuern die ganze Zeit. Das war unglaublich stark. Das waren einige Waffenmodelle, von denen du nicht wusstest, dass es sie in Fortnite gibt oder wieder rausgenommen worden ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Ein paar Dinge würde ich mir gerne heute zurückwünschen, aber ein paar Sachen sind noch einfach zu stark. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.